So, und da sind wir wieder bei der Forest. Da hat mich gerade einer blöd angelacht und da habe ich den gesagt, dass er die Schnauze halten soll und dann hat Gott einfach mal es regnen gelassen. Was ein Drecksack. Bist nicht mein Gott. Kenn dich nicht an. Wo hat der Typ jetzt überhaupt geschrien? War, glaube ich, da draußen, oder? War derselbe Typ, der da eben schon rumgeschlichen ist. Jetzt ist aber, glaube ich, ganz gut, dass die Fallen auch Schaden machen, wenn die schon ausgelöst sind, weil dann kann der Typ halt auch nur die ganze Zeit dagegen laufen und stirbt dann eh nach einer Zeit. Also die Fresse hält er dann schon. Müssen wir gucken, jedenfalls macht uns das Schaden. Heißt also, es müsste ihm auch Schaden machen. Vor allem gegen Mutanten wird das dann ja voll effektiv sein, weil die können ja nicht durchlaufen. Sterben dann einfach. Fallen einfach rum. Oh, ich weiß auf jeden Fall, was ich mal machen werde, wenn wir jemals Forest Survival Games machen. Ich werde mich sowas von in der Höhle verbarrikadieren mit Fallen. Weil da kommt ja dann keiner vorbei. Ich weiß auch schon, in welcher Höhle. Da kommt dann echt keiner rein, kommt keiner raus. Na gut, ich muss da auch nicht raus. Der Höhle, wo ich mich wahrscheinlich verstecken werde. Müsste ich nur gucken, ob es da auch noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, um an Wasser zu kommen. Aber ihr wisst sowieso schon, welche Höhle ich meine. Ist natürlich die Sinkhole-Höhle. Also wenn da auch Fische draußen am Sinkhole sind, kann man vielleicht da sogar machen, aber das ist, glaube ich, zu gefährlich. Weil dann würden immer noch Leute versuchen, einfach von oben ins Sinkhole reinzuspringen und uns dann von hinten zu überraschen. So könnte man dann natürlich auch an den Fallen vorbeikommen. Wollen wir natürlich nicht. Aber es wird passieren. Höchstwahrscheinlich. Also ich will auf jeden Fall mal Forest Survival Games machen. Auch wenn ich dafür vielleicht überhaupt keinen einzigen deutschen YouTuber finde. Weil irgendwie trauen die sich ja nicht, wenn ich denen das anbiete. Ich meine, hallo? Das wäre einfach perfekt, aber nein, die deutsche The Forest Community sagt dann, oh nein, ich spiele das lieber für mich alleine. Das könnte einfach so cool werden, also ich wende mich da vielleicht an die Englischsprachige sogar, weil die haben das ja schon gemacht. Aber die haben da den King. Natürlich vergessen, ne? Ja. Den Typen mit den super tollen Gebäuden, die er einfach alle per Hand gebaut hat. Ohne Creative Mode. Die richtig lang gedauert haben. Mit mehreren Basen für richtig viele Mengen von Menschen. Auch wenn er die ganze Zeit alleine spielt. Ja.
Hat ja genau gepasst. Also von dort oben sollte man eigentlich schon zum anderen Turm hinkommen können. Von hier aus. Das Problem wäre hier halt, man würde trotzdem noch in die Bäume rein rasen. Demnach zu gefährlich, machen wir also höher. Ah, das wird gehen. Müsste das echt immer noch mit den Fußschritten hier rausnehmen. Ah, jetzt bin ich wieder gerutscht. Bis hier vorne. Dann kann man hier wieder direkt runter. Ja, aber ich will hier eigentlich gar nicht hin. Obwohl eigentlich schon, weil jetzt wird es dunkel und es regnet und ich sollte dann natürlich pennen gehen. Wenn es jetzt gleich möglich ist. Ach komm schon. Hätt's doch schon am nächsten Tag aufwachen können, ey. Was soll denn das? Es ist mir natürlich kalt. Ich habe keinen Bock, in der Nacht rüber zu laufen. Muss ich aber. Der weiße Baum, ne? Oh shit, ich sehe Licht. Hi. Der hat nicht zurück Hi gesagt. Merke ich mir. Warte mal, verfolgt der mich überhaupt? Weiß ich nicht mal. Also ich höre ihn jedenfalls nicht, also von daher. Ich fände es im Übrigen gut, wenn es regnet, dass hier auch mehr glitschig ist. Dass es wahrscheinlicher ist, dass man auch irgendwo runterrutscht. Okay, kann gut sein, dass der mir gefolgt ist, wenn ich das so höre. Ich lese aus irgendeinem Grund immer, du bist kalt und dir ist nass. Weiß nicht wieso. So, machen wir uns mal eben warm. Und jetzt regnet's einfach direkt wieder. Wäre wieder so typisch. So. Um dort oben hinzukommen. Bräuchten wir natürlich auch was Hochgestelltes. Also ich würde sagen, wir bauen dort so was Ähnliches wie hier hin. Junge, kannst du mal aufhören, dass ich immer mit der Wettervorhersage jetzt hier richtig liege. Was soll die Scheiße denn?
mache ich einfach hier neben noch eine Plattform. Die noch höher geht. Aber erstmal auf derselben Stufe ist und dann mache ich die höher. Krass muss die jetzt auch nicht sein. Das wird schon reichen. Muss halt so groß sein, dass ich da noch eine Plattform drauf bauen kann. Oder halt eine Treppe. Geht ja auch im Kreis nach oben. 124, ja klar. Immerhin wird es jetzt wieder hell. Ja, das sollte funktionieren. Zeit, mich wieder nicht zu hören. Ach, so schöne Zeiten sind jetzt wieder da. Haben die die schon wieder verändert oder warum macht das jetzt so komische Geräusche, wenn man da dran geht? Hört euch das mal an. Als wenn man da draufschlagen würde. So, das glaube ich, weil die den Stumpf da die ganze Zeit treffen. So, das hat natürlich jetzt eine Heidemenge Lärm gemacht. Kann gut sein, dass die jetzt gleich kommen. Mal wieder. Problem ist natürlich, wenn ich das dann da hochschicke, das Holz, das wird natürlich auch länger dauern, das überhaupt erstmal da hochzutragen. Demnach ist das nicht unbedingt schneller. Aber vielleicht auch schon. Werden wir sehen. Ich kann gut mit nichts blocken. Frage ist auch, als ob das als nichts gilt. Weil eigentlich habe ich da ja was in der Hand. Oder auch nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich... Okay, wenn ich blocke und dann das wechsle, dann passiert einfach nichts. Hab gedacht, da passiert dann vielleicht halt, dass ich mit der anderen Waffe dann weiter blocke. Wäre ganz cool, wenn man mit einer Waffe, die halt einfach nur schießen kann, blockt. Weil dann bist du krass. Da kannst du die ganze Zeit blocken und schießen. Wir haben den neuen Bogen noch nie wirklich ausgetestet, ne? Der ist ja auch eigentlich nur im Grunde genauso wie der alte Bogen. Weil der ersetzt den ja jetzt. Und der alte Bogen, der ist scheiße gemacht worden.
Also ähnlich. Ich glaube, ich baue dort drauf einfach nur eine weitere Treppe, die sich aber im Kreis halt nach oben dreht. Denn somit werde ich da vermutlich gar kein Problem haben mit viel Holz, das ich nach oben schleppen muss. So spare ich Holz. Oder wohl eher Zeit. Holz muss ich hier nicht unbedingt sparen. Und Zeit, die man spart, die ist gut, dann kannst du nämlich was anderes machen in der Zeit. Das könnt ihr jetzt gerne als nächstes Zitat in Call of Duty einfügen, okay? Zeit, die man spart, die ist gut, das ist nämlich Zeit, da hat man mehr Zeit. Megaterror aus 2017. Das fände ich aber echt cool, wenn das in einem Call of Duty drin wäre. Weil sich die Entwickler dann einfach so sagen, fuck everything. Packen wir mal rein. Nicht so fucking geldgeil. Mit irgendeinem scheiß DLC dann kommen. Was soll denn das? Zock eh kein Call of Duty. Aber ich finde das bescheuert, dass sie da irgendwelche Zitate reinpacken einfach. Hey, wir sind im Ballerspiel. Zitat. Warum? Keine Ahnung. Sind doch eh nur Neunjährige, die hier spielen. Hat gedacht, da wäre was lang gelaufen. Nee, aber ganz ehrlich, das sind doch nur Neunjährige. Und irgendjemand, der sich jetzt lauthals beschwert, dass er nicht neunjährig ist. Aber das macht es, glaube ich, für mich irgendwie ein bisschen trauriger. Denn für mich sind diese Spieler eigentlich echt mehr was für Kinder. Ich verstehe es auch nicht. Wie dann immer alle Erwachsenen sagen, hey, das sollen meine Kinder nicht spielen, bla bla. Ja, Junge, spielen deine Kinder aber und deswegen ist es ein Kinderspiel. Fertig. Spielen ja nicht die Kinderspiele, die klar für Kinder designt wurden. Sowas wie Pokémon würde ich nicht als Kinderspiel bezeichnen, weil dort irgendwie ganz schön viele Erwachsene spielen. Wenn du mal hinguckst, ich, ganz viele meiner Freunde, ganz viele meiner Freunde, die keine Kinder sind. Wie viele Kinderfreunde habe ich überhaupt? Also ich würde ja immer sagen, der Whirly ist ein Kind, aber das sage ich auch schon seit Jahren. Wie alt ist der jetzt? Keine Ahnung. Für mich wird er immer 12 bleiben. Das ändert sich wohl nie. Warum rede ich an dieser Stelle eigentlich immer darüber, dass COD ein Kiddie-Spiel ist? Immer hier, ne? Weiß ich auch nicht. Dieser Ort hat einfach so was Magisches an sich. Da kann ich nicht anders. Das ist auch richtig bescheuert. Naja, ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.